Er hat als Oberjäger der Schützen seiner Heimatgemeinde, wie viele andere auch, Unrecht, Ungerechtigkeit, mangelnde Freiheit nicht ertragen können. Er hat sich denen angeschlossen, die vorgehabt haben, dagegen anzukämpfen. Es war eine Gruppe von Patrioten, die niemanden verletzen und schon gar niemanden töten wollte, die kein Blut vergießen wollte und auch kein Blut vergossen hat. Er hat die Jahre oder Monate in der Haft verbracht. Er hat die Freiheit nicht mehr erleben dürfen. Er ist mit 27 Jahren von uns gegangen. Die Ungerechtigkeit hat er nicht vertragen. Unrecht hat er nicht ertragen. Die Kette des Unrechts, das Tirol und vor allem Südtirol getroffen hat, ist lang. Sie beginnt vor ungefähr 100 Jahren. Damals ist der sogenannte Dreibund geschlossen worden. Nur die Älteren unter Ihnen werden noch wissen, was das war. Das war ein Bündnis zwischen dem damaligen Deutschen Reich, zwischen Österreich, Ungarn und Italien. Ein militärisches und politisches Bündnis von großer Mächtigkeit. Österreich-Ungarn ist damals der Fläche nach der zweitgrößte Staat Europas gewesen nach Russland und der Bevölkerung nach der drittgrößte nach Russland und dem damaligen Deutschen Reich. Das muss man dazu sagen. Im Jahr 1914 ist in Sarajevo der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und mitsamt seiner Frau erschossen worden. Die Wurzeln dieses Attentats haben nach Serbien geführt. Es ist ein Ultimatum gestellt worden von Österreich-Ungarn an Serbien mit dem Dreibündnis, mit dem Dreipakt. Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Italien im Rücken. Die Serben haben das Ultimatum abgelehnt, der Erste Weltkrieg war da. Und es war anzunehmen, oder man hat davon ausgehen können, dass die drei Mächte des Dreibundes gemeinsam mit dieser Situation bald fertig werden würden. Aber Italien hat erklärt, wir sind noch nicht so weit, wir sind auf den Krieg noch nicht vorbereitet. Sie haben dann ein Jahr lang verhandelt, Rom hat verhandelt mit Wien auf der einen Seite und mit Paris und London auf der anderen Seite, wo kriegen wir mehr, wenn wir auf eurer Seite in den Krieg eintreten. Und mehr geboten haben natürlich die Westmächte, denn Wien hat alles geboten, nur nicht Südtirol. Das hat es nicht bieten wollen und nicht bieten können. Die Franzosen und die Engländer haben leicht auch Südtirol bieten können, denn man kann immer am leichtesten herschenken, was einem nicht gehört. Und sie sind ein Jahr später in den Krieg eingetreten, aber gegen ihre ehemaligen Verbündeten. Was das bedeutet hat, kann man, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, daran ablesen, dass bis dorthin in diesem ersten Jahr des Krieges von Österreich-Ungarn, das mit 50.000 Offizieren in den Krieg gezogen ist. Man muss sich dieses große Reich vorstellen. 50.000 Offiziere waren in diesem ersten Jahr, bevor Italien gegen seine Verbündeten in den Krieg gezogen ist, schon 22.000 ausgefallen gewesen sind. Und wie der Erste Weltkrieg ausgegangen ist, wissen wir alle. Es hat Italien zwar Südtirol nie erobert, aber es hat es bekommen, aufgrund des sogenannten Londoner Vertrages, den es 1915 mit Paris und London abgeschlossen hat. Und es hat genau an dem Tag, an dem im benachbarten Kärnten die für Österreich gut ausgehende Volksabstimmung stattgefunden hat, nämlich am 10. Oktober 1920, die zivile Verwaltung in Südtirol übernommen. Eine Ironie, aber so war es. Interessant ist, es ist der Erste Weltkrieg beendet worden mit den Pariser Vororteverträgen, Österreich-Ungarn betreffend mit dem Vertrag von Saint-Germain. Und bei diesen Vororteverträgen, die nur so von Ungerechtigkeiten gestrotzt haben, war natürlich auch der amerikanische Präsident Wilson dabei. Denn die USA sind 1917 in den Krieg auf Seiten der Entente eingetreten, waren maßgeblich daran beteiligt, dass die Entente gewonnen hat, und der Wilson war dabei bei den Verhandlungen. Er ist vorzeitig abgereist, er hat die Unterschrift unter den Verträgen verweigert und hat gesagt, das sind keine Friedensverträge, auch Saint-Germain kein Friedensvertrag, das ist ein Waffenstillstand auf 20 Jahre. Um ein Jahr hat er sich geirrt, nach 19 Jahren war der Zweite Weltkrieg vor diesem Hintergrund da. Und mit dem diesbezüglichen Ende
Mit der Übernahme der Verwaltung durch Italien ist knapp danach auch der Faschismus gekommen. Ich brauche Südtiroler nicht zu erweitern, was er bedeutet hat. Nur mehr die ganz alten Herrschaften können das wissen, aber jeder weiß es aus der Familie. Kein deutsches Wort mehr im Kindergarten, kein deutsches Wort in der Schule. Wenn man erwischt worden ist, wie man auf der Straße Deutsch gesprochen hat, ist es auch schlecht. Die Inschriften auf den Friedhöfen hat dann Deutsch nicht mehr Deutsch gestalten dürfen und ähnliches mehr. Es ist nur mehr überboten worden durch das Zusammenwirken von Nationalsozialismus jenseits des Brenner und Faschismus diesseits des Brenner ab 1938. Denn da ist es darum gegangen, die Südtiroler überhaupt aus Italien hinauszubringen. Es hat das Optionsabkommen gegeben. Die Südtiroler sind vor die Wahl gestellt worden. Entweder ihr bleibt da, bekennt euch rückhaltlos zum Italienertum, habt keinen deutschen Unterricht und sonst auch nichts in Deutsch mehr, oder aber ihr schaut, dass ihr über die Brenner Grenze nach Deutschland verschwindet. Ein vernichtendes Vorgehen der beiden Mächte im Norden und im Süden. Tatsächlich sind dann in den nächsten Jahren 75.000 Südtiroler über die Grenze in das damalige Deutsche Reich übersiedelt worden. Was das in den Familien bedeutet hat, welche Auseinandersetzungen innerhalb der Familien zwischen den Dableibern und den Gehern, brauche ich gerade Ihnen nicht zu erzählen. Zum Glück waren nicht alle ausgesiedelt, die für Deutschland optiert haben, wie der Krieg aus war. Es hat aber eine diesbezügliche schwere Last gegeben bei den anschließenden Verhandlungen, die in den Pariser Vertrag gemündet haben, die Gruber de Gasperi-Verhandlungen, Sie wissen das alle. Denn damals wäre es darum gegangen, die Grenze wieder zu korrigieren, Südtirol wieder zu Nordtirol und zu Osttirol zu führen. Aber die schwere Hypothek, dass man erreichen hat, wollen und erreichen hat müssen, dass die bereits abgewanderten Optanten wieder zurück in ihre Heimat dürfen, hat die Position Österreichs schwer belastet. Tatsächlich hat man dann die Rückoptionsmöglichkeit geschafft. Von den 75.000 Optanten, die tatsächlich abgesiedelt gewesen sind, sind 25.000 ungefähr wieder zurückgekommen, aber keine Korrektur der Brennergrenze, sondern das Gruber de Gasperi-Abkommen mit dem Zusammenschließen der Provinzen Trient und Bozen und damit mit der Majorisierung der Südtiroler im eigenen Land. Das hat auf die Dauer nicht gut gehen können, weil eine massive Italienisierungspolitik das verhindert hat. Auf der einen Seite haben sich die Kräfte im Süden bemüht, eine Einwanderungswelle der anderen folgen zu lassen. Und die Tiroler haben keine Möglichkeit gesehen, sich auf die Dauer gefallen zu lassen. Es ist Widerstand im Inneren gewachsen, der sich auch ins Äußere dann umgestaltet hat. Und es ist immer so, Unrecht erzeugt für den, der es setzt, Widerstand gegen den. Das ist das Unrecht, das die Tiroler mit ihnen die Südtiroler seit 100 Jahren immer wieder erfahren haben, hat dazu geführt, dass der entsprechende Widerstand bis heute im gewissen Sinn andauert und sich entsprechend bemerkbar macht. Der Gipfel war dann vor 55 Jahren Sigmundsgrom mit 40.000 Teilnehmern, die Parole Los von Trient ausgegeben haben, die damals das Wegzeichen für einige Zeit Dauer gegeben hat und in weiterer Folge dann die Feiernacht, die strikte unter der Beobachtung getätigt worden ist. Keine Verletzten, schon ja keine Toten. Nur Sachschaden. Wir wollen ein Signal setzen, wir wollen ein Fanal setzen, wir wollen aufrütteln, wir wollen auf das Unrecht aufmerksam machen, wir wollen Gerechtigkeit und wir wollen Freiheit. Das war es. Niemand von den Leuten, die damals beteiligt waren, hat irgendjemanden verletzen oder töten wollen. Aber die Gegenseite war nicht ganz so vornehm. Rigide Verhaftungen, entsprechende Behandlung und eines der Opfer solcher Behandlungen war eben Höfler, der nicht mehr lebend seine Heimat, seine Familie, sein Haus gesehen hat. Allerdings hat die Feiernacht mit allem, was dazugehört, ihre politischen positiven Folgen aus der Sicht der Tiroler und damit Österreichs gehabt. Österreich war voll auf der Seite der Freiheitskämpfer. Sämtliche großen Strafprozesse, die in Österreich stattgefunden haben, haben ausnahmslos
mit Freisprüchen hinsichtlich aller Beteiligten geendet. Die österreichische Bundesregierung hat die Sache erfolgreich vor die Vereinten Nationen gebracht, unter dem damaligen Bundeskanzler Kreisky. Und es hat vor allem einen deutlichen Knick in der Zuwanderung aus dem Süden nach Südtirol gegeben. Die Statistik ist hier unbestechlich. Wenn man sich anschaut, wie die Summen vorher und nachher waren von denen, die über die Salöner Klaus oder durch die Salöner Klaus gekommen sind, dann spricht das eine deutliche Sprache. Die Anschläge waren in diesem Sinne politisch und faktisch erfolgreich. Wie hat sich das alles weiterentwickelt? Mittlerweile ist eine Zeit von Jahrzehnten vergangen. Es zeigt sich aber immer deutlicher, dass kein Anlass besteht, sich zurückzulehnen und die Dinge geschehen zu lassen, ohne einzugreifen. Es macht sich bemerkbar, wieder eine beträchtliche Zuwanderung, diesmal nicht aus Italien, an Italienern selbst aus dem Süden, sondern an Zuwanderern, die vom Balkan oder ähnlich kommen und geschickt nach Südtirol geschleust werden und hier die Mehrheitsverhältnisse zu verändern drohen. Südtirol ist aber nicht ein Staat, in dem man das hinnehmen kann und schauen muss, wie man damit fertig wird, sondern Südtirol ist der Bereich einer volkstumsmäßigen Minderheit, die entsprechend geschützt werden muss, die entsprechend zu schützen ist und die nach den vertraglichen Absprachen etc., Pariser Vertrag und weitere Folge, auch geschützt werden soll. Und man kann nicht darüber hinweggehen, so wie es jetzt geschieht, dass die italienische Regierung sagt, erstens, wir brauchen ein Geld, zahlt das alles, was wir da unten ausgeben oder schon ausgegeben haben. Und ihr, wenn ihr jetzt eure eigenen Volkstumssachen und die Autonomie-Dinge nicht mehr bezahlen könnt, so ist das eure eigene Sache. Zweitens, wir können nicht dulden, dass in einem vereinten Europa eine Gruppe eine Ausnahme hat im positiven Sinne, nämlich dass es nicht Gleichberechtigung auch zwischen allen Leuten in Südtirol etc. gibt, wobei geflissentlich übersehen wird, dass eben Minderheiten zu schützen sind nach den menschenrechtlichen und nach den völkerrechtlichen Bestrebungen. Und da erkennen die Tiroler auf allen Seiten der Grenze, dass etwas geschehen muss. Man kann nicht zuschauen, man kann nicht warten, wie sich das weiter ereignet. Und vor allem die Jugend ist es, die sich da positiv bemerkbar macht. Es ist so, dass wenn man mit den jungen Menschen spricht, mit denen, die politisch interessiert und tätig sind und auch mit den anderen und vielleicht Zweifel äußert, ob alles wirklich Erfolg haben könnte, dass einem dann gesagt wird, wenn jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, die Berliner Mauer wird fallen, Deutschland wird wiedervereinigt werden, Lettland, Estland, Litauen, Weißrussland, die Ukraine, Moldawien werden selbstständige Staaten werden, die Tschechen und die Slowaken werden sich im Frieden und freiwillig trennen und zwei getrennte Staaten machen. Aus Jugoslawien werden 7 selbstständige Staaten entstehen. Wenn das vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, mittlerweile ist alles geschehen, der wäre vor 30 Jahren in die geschlossene Anstalt eingewiesen worden. Und trotzdem hat sich das alles ereignet. Ich denke in diesen Zusammenhängen immer an einen interessanten Ausspruch aus der Geschichte eines bedeutenden Mannes, der gesagt hat, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Wir wollen alle miteinander auf dem Sektor Realisten sein und das sind gar nicht so großartige Wunder, von der Berliner Mauer bis nach Mazedonien bei der Auflösung des Staates. Wir müssen nur dabei bleiben und daran gehen, die Älteren und die Jugend, die Sache in die Hand zu nehmen, natürlich ohne jede Gewalt, sondern nur mit den Mitteln der Demokratie, und trachten, das Selbstbestimmungsrecht zum Durchbruch zu bringen. Die Position des Selbstbestimmungsrechts ist eine viel stärkere, als sie vor 50 Jahren es gewesen ist. Sie ist heute ein anerkanntes Menschenrecht, UNO-Produkt. Das heißt, man steht auf der Basis geltenden Rechts. Und man muss die entsprechenden Maßnahmen setzen, um auf dieser Grundlage durchzukommen. Denn wir glauben an Wunder und wir sind Realisten und es werden sich Wunder ereignen. Und das wollen wir dem Franz Höfler versprechen hier an seinem Grab. In seinem Geiste wollen wir dafür sorgen und müssen auf dem Sektor nicht nur in Südtirol selbst tätig sein, sondern auch über die Grenzen hinaus. Wir müssen auf die Regierung in Rom einzuwirken trachten, vielleicht auch auf die Landesregierung in Bozen. Wir müssen auf die Regierung in Wien einzuwirken trachten,
die so ein bisschen auf dem Standpunkt steht, das ist eh alles erledigt im positiven Sinne. Jetzt können wir einmal die Hände in den Schoß legen. Was nicht mehr von allen Seiten geschieht in Wien. Aber auch da muss man nachhaltig tätig sein. Und auch in Europa und vielleicht darüber hinaus. Das heißt, wir wollen unserem Franz Höfler versprechen, dass wir in seinem Sinne tätig sein werden, dass wir Freiheit, Recht und Gerechtigkeit für alle Tiroler auf unsere Fahnen schreiben wollen und dass wir trachten wollen, mit allen Mitteln der Demokratie und des Rechtsstaates damit zum Durchbruch zu kommen. Wir denken an dich, Franz Höfler, in deinem Sinne wollen wir weiter handeln.